damit herzlich willkommen zurück bei Darkwood hier auf Part 2. Stehen geblieben hier in diesem Haus. Jetzt geht's los, unser Survival beginnt. Ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt hier, was jetzt unser Ziel ist, vor allem. Ich denke mal in erster Linie überleben und hier rauskommen aus diesem Wald. Und ich höre im Hintergrund seltsame Geräusche. Wir haben hier einen Rack. Der Typ, dieser Wolfsmensch, der Wolfman, der ist auch verschwunden. Der, hat wohl sein, Haus irgendwo anders. Large Mushrooms. Got it. Okay, wir haben also jetzt einen Mushroom. Ich würde sagen, wir bräuchten erstmal eine Torch oder so. Wir können uns auf jeden Fall... Oh, auf jeden Fall Planks und Nails. Weil wir haben keine Waffe mehr. Da hinten war noch... Unten war noch eine Tür. Gott. Draußen scheint auf jeden Fall hell zu sein. Was haben wir hier? Okay, Nails... Ein Rope und ein Bucket. Auch unser, den Bucket, den wir von dem Dingens bekommen haben, wahrscheinlich. Large Mushrooms. Ich weiß nicht, warum die Mushrooms hier so komische Geräusche machen. Got it. Okay, wir gehen mal raus. Gucken uns das mal ganz, der ganze Rotz hier von außen an. Okay, es ist definitiv hell. With a little gasoline, I could cut wood logs into planks. Okay. Dafür bräuchten wir aber eine Axt. Und wir brauchen einen Code. Vielleicht kriegen wir den hinten am Haus. Wooden door. Hier liegt einer. Oder was ist das? Guck mal. Wie heißen die Dinge nochmal? Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Strom. Guck mal, hier kann ich rein. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, dass wir jetzt Strom haben. Ich bräuchte noch die, den Code hierfür. Aber den kriegen wir wahrscheinlich nicht so einfach. Weil mit einer Axt könnten wir auch Bäume zerkloppen. I need to drink from this well during the night to survive. Build. Dafür bräuchten wir unseren Eimer, glaube ich. Ich nehme den Eimer. Okay, aber wir können ihn irgendwie nicht auffüllen, oder? The well is dry at the moment. The water level rises at night. Okay. Macht auch ganz komische Geräusche. Okay, das sind keine Container oder so, wo wir reingucken können. Okay, wir haben die, also jetzt diesen Eimer an diesen, an den Brunnen angeschlossen. Jetzt gucken wir mal. Oh, was haben wir hier? Ach, guck mal, jetzt können wir so durch... Oh, fuck! Wir haben nichts, womit wir uns verteidigen können. Ist vielleicht nicht so das Beste. Fuck! Das ist natürlich toll, jetzt ist er da drin. Brauchen irgendwas, womit wir uns verteidigen können. Ich habe aber noch keine Wood Planks gesehen. Wir können uns eine Bandage craften erstmal. Use Bandage. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall die Planks, Mann. Wir haben jetzt Nägel.
Und ohne die Nägel, ohne die Planks können wir uns keine Waffe craften. Also ohne weiteres können wir natürlich nicht lange überleben. Da war ja noch nicht. Okay. Okay, das hat uns natürlich jetzt nicht viel gebracht. Wir haben jetzt hier aus den Mushrooms irgendwas rausgezogen. Eine Essenz. Bringt uns an sich aber auch nichts. Was wir brauchen, sind Planks. Ist jetzt weg. Okay, der ist anscheinend... Okay, weg ist er. Schauen wir mal. Aber wir brauchen Planks. Und ich weiß noch nicht so ganz, wo wir die herbekommen. Wir haben leider auch keine Waffe, die wir uns craften können. Das heißt, wir müssen wohl einfach raus. Okay, und der Generator ist auch aus. Ich traue mich gar nicht raus, aber wir müssen mal raus. Okay. Odd Mushroom haben wir wieder bekommen. Boah, halt die Klappe. Macht mir keine Angst. Guck mal, was passiert, wenn wir da jetzt an den Ofen gehen. It's too dangerous to cook during the night. Das ist natürlich interessant. Was können wir uns denn so craften? Eine Torch. Halt die Klappe. Hund, halt die Klappe. Bandages, broken glass. Der Hund ist da draußen. So, wir haben die Nacht überstanden, wie es aussieht. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir sicher sind. Es ist nicht viel passiert in der Nacht. Ich stand eher in der Ecke rum. Und die Hunde haben die ganze Zeit mein Haus umzingelt. Das heißt, ich konnte nicht wirklich viel machen. Und jetzt müssen wir uns irgendwie auf die Suche begeben. Nach Materialien, um uns irgendwie was zu craften. Weil so kann das natürlich nicht sein. Die Nacht ist ziemlich dunkel, muss man sagen, aber sie geht nicht so lange, das ist ganz, ganz praktisch. Aber ich versuche trotzdem irgendwie an Sachen zu kommen. Weil wir ja leider den... Alter Schwede, jetzt müssen wir hier durch, gucken. Diesen Code nicht haben für den Container. Was haben wir da? Oh fuck. Da ist ein Hund drin. Wir haben leider auch diesen Woodplank nicht. Das ist einfach das, was wir brauchen jetzt. Eine Axt oder so. Hier haben wir
Holz, ganz viel. Da, Woodlocks. Oh, nice. Nice, nice, nice. Okay, wir sind schon mal ein bisschen weiter jetzt. So, hier, Woodlocks noch mehr. Und Nails. Warum auch in Woodlocks ein Crate? Lock, da gut with a Lockpick. Dafür bräuchten wir aber ein Wire. So, wir machen daraus jetzt mal eben... Planks. Ich denke, wir müssen das in die Hand nehmen. Okay. Muss man das vielleicht da reintun? Ah. Okay, so kann man natürlich jetzt auch Planks machen. Das ist ganz cool gemacht, finde ich. Okay, open 9 Wood Planks. Das heißt, wir machen uns jetzt mal direkt so ein Brett mit Nägeln. Ich glaube, das ist unsere beste Verteidigung gerade. Und das heißt, wir können uns jetzt auch vor diesen Hunden besser schützen. Und da oben war diese kleine Höhle. Da würde ich gerne mal rein. Hier ist dann noch diese Crate, die ist aber abgeschlossen. Und okay, die haben wir schon durchsucht. Hier oben war diese Höhle irgendwo. Hier haben wir noch eine Crate. Auch abgeschlossen. Wo war die Höhle? Ich geb dem und so, ne? Ein scheiß Hund, ey. Ich geb dem. Wo war diese Höhle? Hier ist eine Wand, okay. Das heißt, der Eingang war hier. Ah ne, hier ist der Eingang. Da ist der Hund. Komm her. Komm her! Der Hund hat sich verpisst. Oh. Okay. Okay, Meat, Meat, Meat. Okay, wir haben Meat. Geil. Boah, der Hund wollte. Aber hier scheint... Da ist noch ein Hund. Mit dem müssen wir uns battlen, glaube ich. Fuck! Ich hab ihn. Oh, nice. Okay, Crate. Ist nicht abgeschlossen. Was kriegen wir raus? Oh, nice. Na, immerhin. Auf jeden Fall, oh, ein Backpack, auch ein Wire. Eine Battery und Pillen. Ziemlich geil. Okay. Da geht's wieder raus. Und da scheint auch wieder einen Ausgang zu geben. Haben wir noch Rags? Fuck, wir haben keinen Rags mehr. Ich würde sagen, wir gehen erstmal raus hier. Und können... Wir können ja jetzt eine Truhe aufmachen. Wir dürfen uns echt nicht verlieren hier. Da ist noch ein Hund. Wo war die Crate? Hier durch, glaube ich. Hier unten war auf jeden Fall eine. Da ist eine. Die machen wir uns als erstes auf, würde ich sagen. Lockpick. Ach, wir müssen uns jetzt welche craften, genau. Craft ein Lockpick. So. Unlocked. Matchsticks. Noch mehr Pillen. Und eine Flasche. Damit können wir uns eine Falle bauen. Okay, die kriegen wir nicht so leicht.
Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder rein und verstauen unsere Sachen, die wir bekommen haben. 8 Planks haben wir noch. Okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich guck mal eben, ob wir irgendwas daraus craften können. Mit dem Meat. Ah, guck mal. Animals are less aggressive towards you. Okay. Ach, wir können uns hier so Skills jetzt machen. Ich mach das mal. Mit den Hunden. Confirm, geht nicht. Okay, scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Warum auch immer. You can stay in the dark during the night for too long. Ach, okay, das ist das, was wir erst craften müssen. Okay. Wir sind also jetzt wieder ein bisschen besser ausgerüstet. So, wir gucken mal eben. Ich glaube, das war nicht so ganz schlau. Den Generator anzuschalten, direkt am Anfang. Aber ich glaube, jetzt ist nämlich das ist der Tank leer. Wie es aussieht. Das heißt, wir brauchen mal unseren unser Gas. So unser Benzin. Wir füllen das mal wieder auf. Wobei wir lassen es doch erstmal in der Truhe. Wir brauchen das erstmal noch nicht. Weil wir sind ja auch die letzte Nacht ohne Licht ausgekommen. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch so finden. Weil so einen kleinen Vorrat an Woodplanks wird uns nicht schaden. Ich glaube, wir müssen was trinken. Wenn ich die Anzeige richtig verstehe. Hier ist ein kleiner Nebel. Okay. Gehen wir hier direkt komplett durch die Wälder. Mal quer durch. Ich guck mal eben. Shadows sind jetzt unsere Skills. Ich glaube, dieser Skill, Shadows, das beinhaltete diese drei Fähigkeiten. Es wird dunkel wieder. Ich glaube, wir sollten wieder Richtung Haus gehen. Guck mal, ob wir irgendwie noch... Ah, sauber, wir kriegen hier noch ein paar Logs raus. Aber hier, sonst haben wir da nichts mehr. Okay, wir gehen mal Richtung Haus wieder. Ja, wir müssen auf jeden Fall Wasser trinken, glaube ich. Es wird jetzt nämlich Nacht. Ich glaube, es ist noch nicht komplett Nacht, ne. Also wir gehen erstmal wieder rein. Und warten, bis es Nacht wird. Dann müssen wir rausgehen einmal. Und schnell was trinken. Und erst dann können wir wieder... Also nach der Nacht können wir dann erst wieder erkunden. Das ist auf jeden Fall ganz lustig mit dem Skillsystem, dass wir da... so Mushrooms brauchen. Gucken wir mal. Aber was anderes können wir da nicht reintun. Das heißt, wir müssen immer auf der Suche nach Mushrooms sein. Ich denke, jetzt ist Nacht. Wir gehen da mal rein. Gehen da mal runter.
Schauen wir uns das mal. Okay. Es ist noch nicht komplett Nacht. Schnell wieder rein. Ein bisschen Angst habe ich ja schon. Okay, was ist das jetzt? Okay, wir sind durstig, aber es ist noch nicht Nacht, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde das schon gerne jetzt... Okay. Jetzt ist Nacht, weil er so rot leuchtet. Wir haben wieder einen Mushroom bekommen. So well is dry at the moment. Water level rises at night. Okay. Hier ist wieder irgendwo ein Hund. Die Hunde kommen wieder. Gucken wir mal, haben wir noch irgendwas Neues bekommen? Scheint nicht so. Wir sind auch nicht mehr durstig. Das Symbol ist weg. Alter, was passiert? Alter, die Geister kommen. Alter! Es ist wahrscheinlich zu dunkel. Okay, okay, schnell Pillen nehmen. Pillen, Pillen, Pillen. Haben wir Pillen? Okay, ich bin tot. Okay, wir brauchen Licht. Okay. Ja gut, aus Fehlern lernt man. Wo bin ich denn jetzt? Bin irgendwo im Wald aufgewacht. Tag 3. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder zurückfinden. Ist natürlich ziemlich lustig, ne? Jetzt. Okay, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie bekannte Stellen oder so. Okay, die töten dich also nicht, die Geister, sondern die bringen dich halt irgendwo in den Wald. Okay, es ist also wie bei The Forest, so ein bisschen. Da stirbt man ja auch beim ersten Mal nicht, sondern wacht dann in dieser Höhle wieder auf. Wer es kennt. Ja, komm her. Aber... Oh, fuck you. Oh, ich hab ihn direkt. Okay, okay, okay. So. Zack. Wo ist unser... Da sind wir also gestorben. Okay. Haben wir jetzt noch einen Mushroom bekommen? Wir haben jetzt noch einen Mushroom. Close that. Und wir tun mal so ein bisschen hier rein. Wir müssen also auch nichts essen. Also auf jeden Fall relativ entspannt gerade. Ja, wir brauchen Rags. Ohne Rags gibt es nichts. Ich glaube, ich mache aus Sicherheit nochmal so ein Brett mit Nägeln. Das kostet ja nicht so viel. Nägel zwar ein bisschen, aber nein, nicht nochmal, nicht nochmal. Schon in Ordnung, einmal reicht. Nein, so, 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 so. Okay. So, dann habe ich jetzt das Haus wieder gefunden. Und, wir nehmen uns mal schnell noch das,
das Benzin und füllen das. In den Generator rein. Okay, das heißt, sobald die Nacht anbricht, werden wir auf jeden Fall Licht anmachen. Aber wäre ein bisschen blöd, dass wir, beziehungsweise dass ich den Generator direkt angemacht habe. So, sonst hatten wir hier nichts mehr, ne? Auf jeden Fall jetzt Broken Glass Dinger hier, so ein paar Scherben. So, wir schieben das auch nochmal eben schnell. Also wir machen das anders. Wir nehmen die Lampe und schieben die in den einen Raum hier rein. Dann sind wir ein bisschen mehr geschützt. So. Okay. So, ich beende die Folge hier. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir doch ein Feedback da, wenn es dir gefallen hat. Oder schreib irgendwas in die Kommentare. Ist mir auch egal, ne? Nein. Ja, lass eine positive Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Und ich hoffe, schaltest in der nächsten Folge wieder ein bei Darkwood. Bis dann. Ciao.